Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Borderlands. Und der Zero hat in der Aufnahmepause da hinten so ein komisches Gerüst gebaut. Ja, like a Minecrafter. Da ja, hinten seht ihr es. Weil, warum? Hier gibt's nichts. Wer braucht das Gerüst nicht. Hin? Erstmal komplett lose Landschaft und dann ist da hinten so ein kleines Gerüst. Als ob sich da jemand die Mühe macht, jetzt da irgendwo noch ein Hauptgebäude aufzustellen. Ja, echt. Also für die, die Borderlands nicht kennen, das ist natürlich jetzt nicht von Zero erbaut, das war jetzt ein kleiner Spaß von mir gerade. Wir haben das so, oder Zero hat das nur gerade entdeckt, als ich hier oben mit aufs Haus gekommen bin. Und er sagte, hier guck mal da, da steht ein Gerüst. Und es steht wirklich einfach ein Gerüst und es ist einfach sinnlos. Ah, schön. So, wir wollen weiter. Ja. Heute wollen wir Sledge töten. Ja, da hinten sind ein paar Leute noch zugange, die... Versuche ich mal so aus der Ferne wieder wegzukaschen mit meinen letzten drei Schüsse. Oh Gott, meine so, Sniper ist halt mal rein. Total rotzig. Ich komme mir vor, als wäre ich irgendwie. Weiß nicht. Auf Droge. Könnte ich gar nicht richtig zielen. Oder. Dass mir gerade der Schuss fehlt oder so. Also, wenn man richtig trifft, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Combat Rifle richtig krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich laufe jetzt ein bisschen mit der Schrot rum. Ein bisschen Action, die das ist eine Truhe. Sind zwar auch hier Gegner. Liegt ein Schild, kann ich aber nicht mehr mitnehmen. Ist aber auch nur ein weißes, also. Hilfe! Ich bin kein Nahkämpfer. Hallo? Was? Wo ist ein Schild? Was kaputt? Wo ist ein Schild? Achso, hier. Hier, ist aber nur ein weißes. Geld! Geld. Okay, lass uns die hinten töten. Die Truhe bewachen. Mit meiner Sniper, mit der ich überhaupt nicht zielen kann. Vor allem, wenn ich getroffen werde, kann ich gar nichts machen. Also wenn wir heute eine Statistik hätten, und wir gucken könnten, in welcher Folge wer mehr Schaden gemacht hat, ich würde null Schaden machen. Weil ich mit meiner Sniper nicht treffe. Meine Pistole ist einfach präziser. Kann möglich sein. Oh, hier liegt was. Ja, das ist eine Combat Rifle, die sehr schlecht ist. Kann ich auch nicht mehr mitnehmen. So, Rifle und brauch ich nicht. Eine kleine Rifle. Ah, sie macht mehr Schaden, ist aber von der Zielgenauigkeit und Feuerrate nicht so gut. Kannst du die mitnehmen zum Verkauf? Ja, wir sind gleich bei einem Verkaufsstand. Ach, die kann ich nicht mehr mitnehmen. Ja, warte, dann hau ich was, oder haust du schon was weg? Ich guck, was billig ist bei mir. Ja gut, sonst hätte ich das jetzt auch gemacht. 244, pff, weg mit dir. Tschüss. Du Arsch. So. Ah, der Fahrstuhl kommt runter. Ja, ich hab ihn runtergeschickt. Natürlich kann meine Sachen nicht verkaufen. So. Ich verkaufe jetzt mal alles, was ich nicht brauche. So, 38.000 habe ich jetzt. Oh! Elementarartefakte habe ich ganz vergessen, das zu aktivieren. Tja. Dumm gelaufen. Ich habe meins gar nicht vorgelesen, ne? Was mache ich eigentlich jetzt? Elementar Action Skill verursacht einen Schock-Explosionseintritt, Austritt beim Facewalk. Achso, das war die Explosion immer. Okay, ich sollte mich heilen, bevor wir jetzt zum Boss gehen. Kann man, wenn man irgendwann voll ist mit den Upgrades, kann man nichts mehr holen, oder wie soll ich das verstehen? Mit den Speicherdeck-Upgrades? Speicherdeck-Upgrades? Achso, also, doch, Munition. Klar. Aber es dauert ein bisschen, bis wir die nächsten haben. Ah, okay, weil ich bin immer auf ganz hoch. Da steht, du kannst es nicht verwenden. Ja, aber später werden wir noch mehr finden. Also andere Läden, die plötzlich bessere haben. Oh. So, ich hoffe, du bist voll aufgeladen. Ja, gut. Oh, Moment. Schwerer. Es ist ein starkes Schild, den du schwächen musst, bevor du es verletzen kannst. Pass auf, dass es dich nicht berührt. Sorry. Macht nix. Schwerer Schütze-Klassifizierungsmod. Erforderliche Klasse Soldat. Plus 60% Waffenmagazingröße, plus 2 Metallsturmskill. Ich weiß jetzt zwar nicht, was der Metallsturm-Skill ist, aber ich kann es mir nicht leisten und das finde ich ein bisschen doof. Weißt du, was der Metallsturm-Skill ist? Du kannst bei dir in den Perks gucken. Ach, das ist wahrscheinlich hier von meinem Türmchen hier irgendwas, ne?
Kann sein. Währenddessen ich gucke, wie laut meine Musik ist, weil, die ist mir zu laut. Metallsturm, ein Feindtöten steigert deine Feuerrate und vermindert den Rückschuss für ein paar Sekunden. Okay. Jetzt nicht das Beste, aber... Schade, dass ich mir das nicht leisten kann. Tja, ja. Wir müssen noch andere finden. Naja, gut. So, wir müssen jetzt weiter. Was meinte die gute Frau gerade zu uns? Wir müssen Schilde deaktivieren, oder? Er hat einen verdammt krassen Schild. Ach du Heilige, was ist denn das für ein Vieh? So. Wo willst du lang gehen? Either or. Du gehst rechts lang, ich gehe links lang. Okay. Hallo. Ja, toll. Tja. Okay, ihr seid keine Freunde. Sag mal, hörst du auch diese komische Musik? Nicht wirklich. Ganz normale Musik. Komisch. Achso, ich wurde voll getötet, währenddessen ich irgendwo geguckt habe, ob mein Xbox noch an ist. Na Gott! Oh, das ist überhaupt gar nicht mein Gegner, ich habe zu wenig Leben. Aber er ist gleich tot. So. Jawohl. So, ich guck mal kurz, woher die Musik kommt, währenddessen ich erstmal den hier töte. Also jetzt habe ich keine Musik mehr. Ich hatte gerade Musik wegen dem während des Bosses. Wenn das der Boss war. Was sind die Soundeffekte, die komische Musik machen? Was ist das? Soundeffekte, die Musik machen? Hm. Keine Ahnung. Also da vorne liegt noch eine lilane Waffe. Ja, warte kurz, ich muss mal kurz seltsam. Naja, so eine lilane Waffe. Das ist die von ihm, ne? Ja, die Schrote. Achso, kannst du dich gebrauchen? Nö, kann ich nicht gebrauchen. Dann nehm ich benutze ich. Keine Schrote. Dann nehme ich die. Ist nicht so meins. Ah, zwei Schüsse gleichzeitig. Ah, jetzt die Musik auch weg. Die war so laut, ich habe nicht mehr Sledge gehört. Das ist krass, okay. Keine Ahnung. Ja, gutes Artefakt nehme ich mal mit. Du wüsstest sicher gern, was das ist. Ich sagte ja, die Kammer existiert. In dieser Zeit und an diesem Ort. Was du in Händen hältst, ist der Schlüssel zur Kammer. Zumindest ein Teil davon. Okay, ein Teil der Karte. Das hier oben ist ja auch ein Skelett. Das sehe ich ja jetzt erst. Was? Das gehört doch zu dem Kopf vom Anfang, oder? Das, was hier oben hängt. Das hier? Oder ist das nur ein eigenes... Nö. Ja, wollte ich auch gerade sagen, nö. Warum? Das hier ist ein Thron. Und holt es euch. Hier sitzt der Typ immer. Ach so. Ja, aber das muss doch irgendein Vieh gewesen sein hier, dieses Riesending. Ja, wahrscheinlich. Junge. Jetzt mal zu einer anderen Frage. Warum sind die Bösen immer die Russen? Was soll das? Was, warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin doch nicht böse, vielleicht, oder? Bin ich vielleicht böse? Vielleicht mögen die Synchronsprecher ja immer gerne russische Dialekte sprechen. Achso. Ja, das stimmt. Russische Dialekte macht immer Spaß. Ach, die leben wieder. Da schießt irgendwas. Granate!
Mein Kill! Ist da irgendwas explodiert? Nee, die bouncen irgendwas. Immer noch. Und dann verschwinden sie? Was sind das? Ja, ja. Die explodieren ja nicht mal. Tolle Granaten. Doch, sie explodieren an sich schon. Kritisch. Das sind Granaten, die fliegen zu den Gegnern hin, saugen den Leben ab und wir bekommen das dann zurück. Ach so. Also so eine Vampir-Modus, sag ich mal, ne? Wie man das so aus anderen Spielen kennt. Ja, lass uns mal hier rausgehen, die Musik nervt mich. Okay. Ja, geh einfach vor, ich komme ja nach. Ah, oh, Stille. Gott. Da sind wir wieder. So, Artefakt abgeben. Artefakt abgeben? Abgeben? Nein, warum sollen wir das abgeben? Ja, wir sollen die Quest abliefern, nicht das Artefakt. Ach so, ja, ich wollte gerade sagen. Tschüss. Hey, was willst du? Oh, das ist mein Auto. Feuerwerk! Ja, pass auf, gleich holst du wieder irgendwelche Vögel, ne? Die Arena hat man abgeschlossen, ne? Ich glaube ja. Ah, gut. Sonst wären wir da gleich nochmal angehalten. Aber sonst hätte man das auch bei unseren Quests gesehen, glaube ich. Ach komm, so ein kleiner Pixel, weißt du? Hält mich auf. Das ist total krass. Ich habe gerade mal in die Luft geschossen, wie lange diese Rakete fliegt. Das ist total krass. Tja. Guck mal. Normalerweise explodieren die irgendwann, ne? Nee, machen sie nicht. Guck mal, fliegt immer noch. Immer noch! Immer noch? Jetzt ist sie weg. Einfach weg. Schnitzeljagd Combat Rifle? Hatten wir die nicht schon? Nee, wir hatten Sniper. So. Ach, Combat Rifle. Ja, stimmt. Darauf trinke ich. Du hast 9 Toes von Sledge erledigt. Du wirst langsam richtig berühmt. Du hast eine Klassenmodifikationsanheit entdeckt. Diese Klassenmods, wie ihr Menschen sie nennt, dazu verwendet werden, deine Fähigkeiten zu modifizieren. Heben reißen. Okay. Ich glaube, wir hatten schon mal so ein Ding. Bei mir hat jetzt Claptrap über den Typen rübergesprochen. Bei mir auch. So, weil wir etwas bekommen haben, was wir anscheinend noch nicht hatten. Hä? Wo ist das hin? Hä? Wir haben doch gerade irgendwas bekommen. Wir haben ein Artefakt dazu bekommen. Ich hatte vorher hatte ich Schock und jetzt habe ich die Auswahl auf Brand. Okay, Moment, da will ich auch mal gucken. Die ist schon ausgerüstet. Ich habe mir jetzt gerade ein Schild geholt. Was ich nicht hätte machen sollen. Gott, wie dämlich bin ich denn? Ich habe wieder aufs Falsche geguckt. Oh nein! Und jetzt habe ich auch noch meinen Geschützturm aktiviert. Wir kriegen jetzt voll die billigen Quests. Was ist denn los? Wir haben jetzt Finne Bruce McLean, Level 15. Schwarzes Brett Firestone, Level 18. Und schwarzes Brett Firestone, Level 18. Wie Salz in der Wunde. Ah, tatsächlich. Ich kann jetzt auch auswählen zwischen Schock und Brandbolzen. Ich behalte aber die Schockbolzen, die finde ich irgendwie cool. Ja, Brandbolzen sind halt gut gegen Haut, ne? Ja, gut. Haha, Munition. So, was hast du gesagt? Was müssen wir jetzt machen? Ich habe gar nicht zugehört. Wir machen die Arid Badlands. Okay. Am besten, ja gut, weiß nicht. Das ist wahrscheinlich alles auf dem Haufen. Mach mal, finde Bruce McLean. Hast du? Tau? Was, wie, wo, was? Träumst du gerade? Schaust du Pornos nebenbei? Nein, ich hab mir gerade hier die Waffen angeguckt und so. So, jetzt. Mach mal, finde Bruce McLean. Ja, ich bin dabei. Hab ich doch schon... Hast du schon was? So. Hab ich doch schon was? Hast du in deinem Gehirn abgespeichert? Ja, für später. Geh weg, du. So. Kannst mit der herlaufen. Ich lass dich gar nicht teleportieren. Oh. Wenn ich das entscheiden könnte, ne? Dann müsste eigentlich so ein Fenster aufploppen. Möchtest du, dass Tau in dein Fahrzeug kommt?
Dann kann ich aber sagen, nö, will ich nicht. Komischerweise kann ich mir aber immer keins auswählen. Wie? Sobald du eins genommen hast, kann ich mir komischerweise keins auswählen. Ja, du musst ein neues bauen, oder nicht? Weiß ich nicht. Ah, mal gucken beim nächsten Mal. Oh, unbedingt neue Waffen, ey. Ist immer so, so nach zwei, drei Folgen, wenn wir eine Waffe gefunden haben, ist sie auch unbrauchbar geworden, ey. So habe ich das Gefühl jedenfalls. So. Ja, alles nicht wirklich. Ah. Hä? Was? Guck mal nach oben. Ja? Wie bist du da unten reingekommen? Tja, du meinst, wie bin ich runtergekommen, hab die Kiste geöffnet und alle Waffen geklaut. Bruce ist tot, wie seine Verlobte es befürchtet hat. Du hast ein handgeschriebenes Tagebuch auf seiner Leiche gefunden. Vielleicht bringst du ja damit etwas Licht ins Dunkel. Okay, Produktrückruf. Finde Bruce Zigarettenkiste in der Nähe. Okay. Komische Quest. Hier haben wir nochmal einen Laden für Waffen. Ja, gut. Angebot des Tages ist jetzt nicht wirklich gut. Nee, tatsächlich nicht. Da ist der Revolver, der links daneben, richtig gut. Kaufe ich mir. Okay, das hat lange gedauert. Und schon bin ich am dran. Nice. 203 Schuss, aber egal. Der Rocket Launcher ist leider nicht so gut wie meiner. Und die SMG ist nicht so gut wie meine Combat Rifle. Also, wieder weiter. Fahr doch schnell. Ja. Nein! Nein, komm mit. Ich will das nicht antun, Moment, dass Moment. Du hier rumlatschen musst. Und los! Okay, mal gucken, ob es nochmal funktioniert. Funktioniert sogar ganz gut in die Kurven. So, wo müssen wir hin? Ja, da muss ich aber immer ein bisschen mit... Na! Okay, zurückfahren darf ich aber nicht. So, ich muss gucken, wo wir hin müssen. Und bitte nicht springen oder so. Autsch! So, wir müssen anscheinend hier rein. Oh, Kisten. Und Vögel, die mich angreifen. Oh, die Waffe ist richtig gut. Boah. Ein Schuss, ich hab sie alle platt gemacht. Bäm. Was? In den Arsch. Ja, Munition. So, dann wollen wir mal rein da. Ich glaube, hier ist sowieso noch die andere Quest. Soweit ich mich erinnere, sind hier zwei Quests auf einmal. Wenn nicht sogar alle drei. Hört sich auf jeden Fall nach einem Plan an. Oh ja, die Waffe ist gut. Einmal steht da so ein Typ vor mir. Ja, hab ich auch gedacht. Und mit der Waffe kann ich gut die Schilde von dem platt machen. Und tschüss, wo bin ich? Warte. Ah! Jetzt bist du doch hier. Haben wir den gleichen Fehler gemacht, ja. So, ich bin tatsächlich schon Level 20. Wie lange brauchst du noch bis 20? Ein Strich. Achso, gut, dann ist es immer noch der berüchtigte Strich. Oh, der hat die Waffe runterfallen lassen. Nehme ich. War es denn eine gute Waffe? Nö. Okay. Total der Schrott. So wie das hier. Wenn er eine gute Waffe droppt, dann sag ich dir mal Bescheid. Keine Sorge. So, wenn du Schädel siehst, die grün leuchten, nimm sie einfach mal mit. Ja, ich sehe hier vorne schon einen. So. Ich kann übrigens sehr gut snipern, wenn ich 10 Meter vor denen stehe. Und ich den schon ins Augenlicht gucken kann. Da kann ich den Köpfe immer wegsnipern, das ist gut. So, du kämpfst und ich guck mal, was mein Level macht. Ja, mach das mal. Elementarschaden. Gut, das ging schnell. Ich weiß ja immer, was ich skille.
Wieder ein Raketenwerfer. Der noch schlechter ist. Ich bin der Sniper, 132 Schaden, 95 Zielgenauigkeit und eine Shotgun. Wo unter mir? Moment, komme. Shotgun habe ich mitgenommen, die nimmst du ja sowieso nicht. Das ist korrekt. Die nehme ich. Die ist tatsächlich besser als meine. War nicht von der Feuerrate her, aber immerhin. Ja, eine Sniper muss ja nicht schnell schießen, ne? Richtig, deswegen habe ich mir auch gedacht. Die kann man ruhig nehmen. So, wo sind denn die anderen grünen Sachen? Müssen wir noch welche aufsammeln, oder? Ja, und vor allem die andere Quest noch machen. Oder haben wir die? Achso, wir haben schon gefunden, ja. Ach, hier ist so ein Schädelchen. Da, ich sehe noch einen. Fünf brauchen wir noch. Ich sehe noch einen. Oder oben ist einer. So, das kannst du auch die Quest aktivieren, dann zeigt er uns an, wo die sind. Jetzt bin ich hier schon wieder und... fuck. Wie müsste das sein? Was ist das für ein Hologramm da oben auf dem Dach? Was für ein Hologramm? Wo bist du? Hier hinten. Das zeigt dir an, dass da irgendwas ist. Da ist ein Reifen, wahrscheinlich eine Rallye oder da kannst du die Autos holen oder so. Ah, okay. Wer legt bitte nur Geld in den Spind? Und nichts anderes? Das nennt man wohl Bank. Ach so. So, wo sind ja noch Schädel? Da. Zwei Schädel brauchen wir noch. Eine noch. Ganz flink, währenddessen du irgendwelche Hologramme anguckst. Ja, das macht ja nichts. Dafür nehme ich jetzt irgendwelche Truhen auseinander. So. Oh, sehr schön. Gut, dann haben wir die ja fertig. Was müssen wir noch machen? Die Schnitzeljagd? Die Schnitzeljagd, ja. Aktivier die mal. Ja, ist aktiviert. Warte mal, Zigarrenkiste. Die wollten wir doch holen. Zigarrenkiste? Moment. Ja, drei Stück. Produktrückruf. Ah, die sind noch weiter weg. Wo sind die denn? Ich dachte, die wären da eigentlich im Lager. Also muss sie auf jeden Fall in der Nähe sein. Ich glaube sogar vielleicht auf dem Berg drauf, ja. Wo laufen wir hier überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Laufen wir doch einfach mal. Oh, hier kämpfen irgendwie ein paar Leute. Ah, hier sind die Zigarrenkisten. Normalerweise war ich immer auf dem Berg, genau. Ich habe auf dem Berg immer gesnipert. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Nur, dass es nicht gestern war. Nee, vorgestern. Ach so. Der gute Herr spielt also vorher. Ja, ich spiele immer vorher, damit ich immer so einen Staumeier machen kann, weißt du? So, die andere ist nämlich da oben. Jetzt verstehe ich das. Rechts auf dem Berg drauf. Da stehen Kisten. Das erste, was ich sehe. Zero ist wieder schneller. Das gibt's doch gar nicht. Das ist jetzt gemein. Das ist jetzt voll gemein. Ich gucke, wie wir raufkommen. Steck fest. Nein. Wie kann man da nochmal rauf? Das ist von dieser Seite anscheinend nicht. Muss von der anderen Seite sein. Oh, hier ist noch eine Kiste. Munitionskiste, ne? Ja, ja, klar. Ich muss sagen, mit einer Dahlpistole ist zwar gut gegen Schild, aber der Rest bringt eigentlich gar nichts. Was im Weg, du Digga? Ich lass mir nur hinter mir explodieren. Ach, ist das schön. Was zum Teufel? Was denn? Das war drin. Oh, okay. Übelster Loot. Die Scheiße ist. The fuck. Dafür habe ich mich hier erweilt. Wo hast du die Zigarrenkiste mitgenommen? Ja, habe ich mitgenommen. Achso, wollte gerade sagen, wo ist die? Die Frage ist jetzt nur noch, wo ist die dritte? Wir haben alle drei. Schnitzeljagd, mein Freund. Ach, wir haben alle drei. So, Moment. Ich mache jetzt mal die nächste Schnitzeljagd. Combat Rifle. So, da haben wir geparkt. Guck mal. Zack. Du nimmst lieber First Class, ne? Ja. Hallo. Oh. Splatter.
Will ich einfach mal so implodieren, wenn ich sie überfahre. Oh, das ist was Blaues, Lianas? Oh, was ist das denn? Faden, Transfusion. Ausrüsten, um Transfusionsgranaten zu werfen. Transfusionsgranaten kosten Feind Gesundheit und heilen dich. Das ist die, die ich hab. Ach so. Willst du die haben, oder? Nö. Ich bin zufrieden mit meinen Sticky-Granaten. Ich bin Halo-Spieler, oh. Ich brauch Sticky-Granaten. Achso. So, jetzt steige ich aber mal ein. So, jetzt muss ich nur den richtigen Weg finden. Ah, hier müssen wir hin. Okay. Ja, und ich spiele mal wieder den bösen, bösen Mann. Ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge, ne? Ist das schon wieder soweit? Ist schon lange wieder soweit. Ist ja eine harte Nummer, du. Gut, dann würde ich sagen, bis morgen, ne? Ja, tschüss. Auch rein, Tau. Ich gehe nach Hause.